Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Auwaldrunde. Für mich leider die letzte Auwaldrunde an diesem für mich verlängerten Osterwochenende. Heute ist Dienstag nach Ostermontag. Ich habe zum Glück frei. Ja, und kann im Prinzip das nachholen, was ich gestern verpasst habe. Was habe ich verpasst? Ja, ich hatte eine wunderschöne Zeit im Auwald und dann kam leider viel zu früh der Sturm und hat mich aus dem Auwald getrieben. Auch heute haben wir so ein bisschen Wind mit ein paar stärkeren Böen, aber es ist bei weitem nicht so schlimm wie gestern und ich denke, heute kann man sicherheitstechnisch schon vertreten, im Auwald unterwegs zu sein. Ist immer gefährlich, Eschentriebsterben, da faulen unten die Wurzeln ab. Ja, und dann reicht eine stärkere Windböe, um die umzuschmeißen und dementsprechend muss man da wirklich so ein bisschen vorsichtig sein. Was genau haben wir heute vor? Ja, natürlich geht es wieder vor allem um Morchel und Werpel. Ich möchte verschiedene Habitate checken, Speisemorchel, Käppchenmorchel und auch von einer Rarität, und zwar der Fingerhutwerpel. Schauen wir mal, ob die wirklich schon da ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, warum. Normalerweise eher ein Kandidat für den Monatswechsel April-Mai bei uns. Aber ja, alles ist früher dran. Und nachdem mir ein Pilzfreund ein paar schöne Fotos von einem eigenen Fund von dem Pilzfreund geschickt hat, habe ich mir gedacht, na, da musst du eigentlich fast hinschauen und mal kontrollieren, ob sich bei dir da wirklich auch schon was tun könnte. Fokus liegt ansonsten auf Morchelbecherlingen. Das ist mein absolut bestes Morchelbecherlingshabitat. Da haben wir auch im März einige stehen gelassen. Ja, ob das noch da ist, ich wage auch das zu bezweifeln, denn hier sind ganz, ganz viele andere Sammler unterwegs, bei denen der Fokus eher auf den Speisepilzen liegt. Aber wird bestimmt eine spannende Runde und dann hoffen wir auf den einen oder anderen schönen Fund. Ja, und schauen wir mal, ob wir die gestrige wunderschöne Tour heute vielleicht gleich toppen können. Auf geht's! Ich bin jetzt an der ersten zu kontrollierenden Stelle eingetroffen und ich bekomme das Grinsen aus meinem Gesicht schon wieder gar nicht weg. Ich habe den Hammerfund des Tages gleich am Anfang gemacht. Wir können eigentlich gleich wieder heimfahren. Besser wird's nicht werden. Schaut's mal. Tatsächlich sind sie nicht nur schon da, sondern sogar wieder da. Für mich wirklich ein extrem seltener Anblick. Die runzelige Fingerhutwerpel. Gibt ja zwei Fingerhutwerpeln, die ganz glatte und eben die gerunzelte. Die hat man hier letztes Jahr als Erstfund, aber ich glaube, es war Mitte, Ende April, wenn ich mich richtig erinnere, der 23. April. Und dass sich Fingerhutwerpeln am gleichen Standort in zwei Jahren hintereinander zeigen, hat ich persönlich, soweit ich mich erinnern kann, noch nie. Normalerweise findet man diese Fingerhutwerpeln bei uns schon, aber am gleichen Standort maximal, ja, alle zwei, drei, vier Jahre mal. Und dass die wirklich am selben Standort zweimal hintereinander und dann auch so früh im Jahr kommen, ist ein absoluter Hammer. Ja, jetzt schauen wir uns hier natürlich noch genauer um, wie viele Fruchtkörper es von dieser seltenen Werpelart werden. Schaut's mal, tatsächlich habe ich noch einen zweiten Fruchtkörper dieser seltenen Werpelart entdeckt. Und ich muss zugeben, so Funde wie die runzelige Fingerhutwerpel oder auch die glatte Fingerhutwerpel sind für mich Funde oder genau die Funde, die mich im Prinzip so regelmäßig in die Wälder treiben. Seltene Arten, die man maximal ein, zwei oder wenn man vielleicht ganz viel Glück hat, drei, viermal pro Jahr findet, die auch nicht jedes Jahr zu finden sind, die gerne auch mal ein, zwei Jahre Pause sind, das sind die Funde, die mir am meisten Spaß machen. Ja, und die runzelige Fingerhutwerpel hatte ich erst ein einziges Mal, nämlich eben letztes Jahr an der gleichen Stelle. Und auch so Funde, die man dann erst das zweite Mal vor der Kamera hat, sind natürlich was ganz, ganz Besonderes. Jetzt schauen wir aber gleich mal weiter, denn hier handelt es sich wirklich um ein absolutes Hammerhabitat. Schauen wir mal, ob die anderen Arten auch da sind. Und weiter geht's mit schönen Funden. Zwar noch sehr, sehr klein, aber wenn man weiß, wo man dann auch suchen muss, kann man sie jetzt schon finden bei uns. Die Käppchenmorcheln. Gestern hat man die erste, heute habe ich die zweite entdeckt. Und wer mag, darf jetzt mal ganz genau schauen, ob er die Käppchenmorchel hier entdeckt. Ist noch sehr, sehr, sehr klein, aber wenn man weiß, dass sie hier ist, dann doch relativ gut zu sehen. Wer hat sie schon entdeckt? Ja, ist nicht ganz so schwer. Sie ist natürlich hier. Wirklich ein kleiner Winzling, ein Käppchenmorchel-Baby. Ja, und das Spannende an dem Habitat ist,
Wir haben hier die Käppchenmorchel. Bei dieser Esche wachsen die Speisemorcheln und hinter dieser Esche haben wir vorher gerade die runzelige Fingerhutwerpel entdeckt. Bei den Speisemorcheln scheint sich hier auf den ersten Blick an der Stelle noch nichts zu tun. Runzelige Fingerhutwerpel und die erste kleine Käppchenmorchel sind hier schon da. Ich habe euch tatsächlich Schwachfug erzählt. Hier vorne haben wir doch eine Speisemorchel und noch eine ganz, ganz junge, frisch wachsende Speisemorchel. Ja, und zusammengefasst nochmal, da vorne hinter diesem grauen Ast wächst die Käppchenmorchel. Hier vorne wachsen die Speisemorcheln. Und hier hinten, wo der Korb steht, die runzelige Fingerhutwerpel. Das nenne ich doch mal wirklich ein absolutes Hammerhabitat. Was für eine Artenvielfalt in den ersten 15 Minuten. Nachdem wir gestern ein bisschen Regen hatten, fühlen sich natürlich auch die Weinbergschnecken hier draußen pudelwohl. Ja, und in Richtung nächstes Wochenende wird es ihnen sicherlich zu warm werden. Da sehe ich schon wieder die 25, 26 Grad mit Sonnenschein auf uns zukommen. Ist eigentlich auch für Morcheln viel zu warm. 5 Grad weniger wären mir da schon lieber und den Weinbergschnecken sicher auch. Hier hat es aber nicht nur die Weinbergschnecke, sondern auch ganz, ganz junges, frisches Wachstum bei den Maiporlingen. Nicht im Ansatz so groß wie gestern die Fruchtkörper hier, wobei, wenn ich nach da vorne schaue, sehen wir, glaube ich, auch einen größeren Fruchtkörper. Trotzdem hier nochmal die kleinen Fruchtkörper gezeigt. Ja, im Prinzip eine Art, die zwar aus Totholz rauswächst, aber so richtig nach Pilz aussieht. Stiel und Hut. Jetzt aber weiter zu dem großen Fruchtkörper da vorne. Und hier vorne jetzt das große Exemplar vom Maiporling, wobei groß auch relativ ist. Auch das ist noch ein sehr, sehr junges Exemplar. Der Hut ist noch halbkugelig und noch kaum geschuppt. Und mit größerem Hutdurchmesser wird der Hut flacher und die Huthaut, die reißt dann so ein bisschen schuppig auf. Und daran kann man das Alter von diesen Maiporlingen natürlich neben der Größe relativ gut abschätzen. Ansonsten ist der Maiporling, wie auf der letzten Tour schon beschrieben, kein Speisepilz. Aber gerade jung mit diesem ganz, ganz tollen, flockig genatterten Stiel ein ganz, ganz tolles Fotomotiv. Ja, und jetzt bin ich 25 Minuten unterwegs und habe 4 Arten auf der Fundliste. So kann man doch in den April reinstarten. Schaut mal, was ich gerade am Wegesrand erspäht habe. Ein kleiner Morchelbecherling. Der ist aber natürlich wieder mal nicht allein. Schaut mal. Hier oben ein paar leider relativ angefressene Morchelbecherlinge und hier unten wird es dann eigentlich schon wieder wild. Morchelbecherling, Morchelbecherlinge, noch mehr Morchelbecherlinge. Hier schon wieder richtig schönes, büscheliges Wachstum. Und hier drunter geht es genau so weiter. Schaut's mal, ein Morchelbecherling neben dem nächsten. Und das im Prinzip direkt am Weg. Auch da drunter, schaut's mal, überall junges, frisches Wachstum bei den Morchelbecherlingen. Und das ist überhaupt kein schlechtes Zeichen, denn wenn die noch keiner gesammelt hat, könnte es vielleicht sogar sein, dass auch an den anderen Stellen noch schöne Morchelbecherlingsfunde und dann vor allem Aufnahmen möglich sind. Liebe Pilzfreunde, seht ihr diese braunen Fleckchen? Jeder braune Fleck ist ein Morchelbecherling. Wollt ihr euch das genau anschauen? Ich muss es mir genau anschauen. Ich bin überglücklich. Scheinbar war hier an der Stelle, seit wir das letzte Mal hier waren, Mitte, Ende März, noch niemand unterwegs. Es scheinen noch alle Fruchtkörper der Morchelbecherlinge vorhanden zu sein. Aber nicht nur hier vorne sieht es so aus, nein, im Prinzip hier im ganzen Habitat. Jedes, wie gesagt, braune Fleckchen hier ist ein Morchelbecherling und ich würde sagen, wir machen gar keinen Cut, sondern versuchen da mal vorsichtig reinzustarten und dann schauen wir uns diesen Morchelbecherlingswahnsinn einfach mal an. Zählen braucht man sie nicht, es sind sicher
über 100, wenn nicht sogar über 200 Fruchtkörper. Schaut euch das an. Ja, und es ist wirklich schwierig, hier nicht irgendwo drauf zu treten. Gerade auch hier vorne schon richtig große Fruchtkörper. Schaut euch das an. Was ist das bitte für ein Start in den April? Unglaublich. Wow, wie sieht es denn hier aus? Hier vorne ein echter Riese. Da vorne geht es genauso weiter. Und jetzt passt mal auf. Hier haben wir so einen Spot, wo es wirklich komplett eskaliert. Hier drüben geht's los. Da geht's weiter. Nein, da vorne geht's eigentlich los. Hier geht's weiter. Noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Und hier vorne, wumms. Einfach mal 30, 40 Fruchtkörper ineinander verschlungen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich kann mich erinnern, als ich das Habitat entdeckt habe, sah es hier ähnlich aus. Allerdings viel, viel später im Jahr. Ja, und letztes Jahr war hier fast gar nichts los, lag aber dran, dass hier anscheinend schon jemand unterwegs war und sich wieder mal fast jeden einzelnen Fruchtkörper geschnappt hat. Unglaublicher Spot. Ja, und das ist ja hier erstmal nur die Hälfte, ja, muss man ja dazu sagen. Aber bei dem muss man noch mal drauf. Ein richtig schönes, großes Exemplar. Ich halte mal die Hand daneben. Und dann versuchen wir mal vorsichtigst, ohne was zu zertreten, weiter zu marschieren, das Habitat weiter zu erkunden. Oh, um Gottes Willen, das geht hier überall so weiter. Schaut's mal. Falls jemand wirklich Zeit und Lust hat, gerne mal mitzählen und die Anzahl der Morchelbecherlinge in die Kommentare schreiben. Auch hier drunter wieder so ein ganz, ganz dichtes Büschel. Ja, und das ist natürlich längst nicht alles. Denn wenn man hier weitergeht, sehen wir auch hier überall Morchelbecherlinge, die einem den Weg zur nächsten Esche zeigen. Was für ein Spot, um Gottes Willen, darunter sieht es schon wieder genauso aus. Jeder braune Fleck hier, ich muss es nochmal wiederholen, ist ein Morchelbecherling. Schaut euch das mal an. Absolut krass. Und da vorne sehe ich es auch schon wieder braun leuchten. Schaut mal, auch da Morchelbecherling, Morchelbecherling, Morchelbecherlinge, noch mehr. Und da ist noch einer. Absolut krasses Habitat für diese wunderschöne und überregional anscheinend, zumindest wird so in der Literatur beschrieben, relativ seltene Art. Gerade hier in dem Gebiet, wo ich heute unterwegs bin, aber zum Glück in den meisten Jahren ein absoluter Massenpilz. Jetzt schauen wir noch nach da vorne. Auch da drunter überall. Das ist absolut krass. Also so krass war es nicht mal damals, als wir die Stelle entdeckt haben. Ja, und für die Jahreszeit wirklich schon sehr, sehr fortgeschrittenes Wachstum. Auch hier wieder so ein richtig krasses, büscheliges Wachstum. Auch da drunter. Ja, und jetzt kommen wir im Prinzip an der anderen Seite von diesem Habitat raus und auch hier sieht es genauso aus. Schaut euch das an. Es ist wirklich nicht einfach, hier durchzugehen. Man muss höllisch aufpassen, man will ja nichts beschädigen. Schaut euch das an. Richtig schöne große Fruchtkörper. Ah, oh, ist das herrlich. Auch da, da drunter und da oben leuchtet es auch schon wieder braun. Da vorne. Ja, und hier vorne sind wir jetzt an der Stelle, wo ich dieses Jahr tatsächlich meine allerersten Morchelbecherlinge entdeckt habe. Ich muss noch mal aufs Datum schauen. Darunter wieder ein richtig schönes, großes Exemplar.
denke, es ist ungefähr so 2-3 Wochen her. Und das waren genau diese Morchelbecherlinge, die wir da haben stehen gelassen. Da muss ich sagen, die sind gar nicht mal so extrem groß geworden. Da sind hier an anderen Stellen Morchelbecherlinge gewachsen und viel, viel größer als die, die wir damals stehen gelassen haben. Ja, das war jetzt 6 Minuten Morchelbecherlingswahnsinn. Und ich glaube, die Zahl 200 ist auch noch zu gering. Das könnten auch 300 sein, ist aber auch völlig egal. Es ist einfach spektakulär, sowas finden zu dürfen. Und ich hoffe so sehr, dass hier nicht wieder die Massen durchräubern die nächsten Wochenenden und jeden einzelnen Fruchtkörper mitnehmen. Das soll es für die heutige Waldrunde dann auch schon gewesen sein. Klar, ich könnte jetzt noch 3-4 weitere Morchelbecherlings-Spots kontrollieren, die noch auf der Liste gestanden wären. Aber bitte, was soll diesen letzten gezeigten Spot mit diesen 200, 300 Morchelbecherlingen noch toppen? Unmöglich eigentlich. Und dass man sowas jetzt schon Anfang April in dem Ausmaß mit so großen Fruchtkörpern findet, das hätte ich mir nie erträumen lassen. Absolut bombastisches Morchel-Lorchel-Werbeljahr bis jetzt. Hoffentlich geht es so weiter, hoffentlich wird es jetzt nicht zu schnell zu warm und zu trocken, damit wir auch in den nächsten 2-3 Wochen nochmal so schöne Funde machen können. Und ich befürchte schon, nach so einem krassen Frühstart wird auch ein relativ krass frühes Ende bei den Morcheln, Lorcheln und Werpeln folgen. Normalerweise kann man schon mit tollen Funden bis Mitte Mai bei uns rechnen. Ob das nicht dann schon in Richtung Monatswechsel April, Mai dann aufs Finale zugeht, ich befürchte es fast. Dementsprechend, jede Minute im Auwald muss man jetzt noch genießen. Denn spätestens so in 4, 5, 6 Wochen ist diese Zeit wieder vorbei und dann wird es wieder, wie jedes Jahr, eine ganz, ganz lange Durststrecke, bis es dann in Richtung Februar, März langsam wieder losgeht. Ich hoffe mal, ihr habt jetzt ein genauso tolles, pilzreiches Osterwochenende wie ich. Wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit, einen tollen April und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.